Risiken der internationalen Beschaffung. Gibt es auch Risiken, denen sich der Einkäufer am internationalen Markt stellen muss? Ja, liebe Zuseher, ich darf Sie über die Risiken am internationalen Markt aus Einkäufersicht informieren. Zum einen natürlich die kulturellen Unterschiede, Wertehaltungen, Normen, Verhaltensweisen. Das heißt, unbekanntes Terrain teilweise für den Einkäufer, auf das er dementsprechend fit gemacht werden muss, damit er weiß, warum der Gegenüber so reagiert oder so eben nicht. Dann auf jeden Fall das Projektteam arbeitet in einem virtuellen Team, dessen muss man sich auch bewusst sein. Die Teammitglieder treffen sich kaum face-to-face. Solche Kaffeetratscherl, die oft für Projekte sehr wichtig sind, kommen kaum zum Tragen. Die Kommunikation erfolgt über elektronische Medien wie Internet oder Video. Und diese Kommunikation produziert sehr oft Missverständnis, Kränkungen und Konflikt, weil man nicht weiß, warum das Gegenüber so reagiert oder warum er mit seinen Forderungen nicht ans Ziel kommt. Ja, Sie haben die wirtschaftlichen Risiken. Im Ausland finden Sie unterschiedliche Rechtsnormen, Währungs- und Qualitätsrisiken. Was heißt das? Mit denen müssen Sie sich unbedingt im Vorfeld auseinandersetzen, damit Sie wissen, wie weit Sie im Recht sind oder Ihre Forderungen auch durchbringen. Längere Transportzeiten und höherer Logistikaufwand ist nicht zu vernachlässigen. Wenn Sie ein Teil dringend brauchen, befindet sich gerade im Schiff, noch weitere 2 Wochen, dann wird es relativ schwer, dieses Teil jetzt einfach express zu besorgen. Achtung, Know-how-Transfer. Andere Länder oder Kontinente haben andere Sicherheitsbestimmungen. Auch wenn Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung vereinbart haben mit einem Asiaten oder vielleicht auch mit Amerika, haben die einen anderen Umgang dazu, und sowas zu exekutieren, ist relativ sportlich. Ja, und unterschiedliche Qualitätsverständnisse. Das heißt, das, was für Sie auch trotz Referenzmusterteil einen gewissen Standard haben sollte, ist in anderen Ländern nicht state of the art, und dementsprechend kommen Sie die Ware, die für dieses Land dementsprechend passend ist. Ja, Kommunikationsrisiko. Ich weiß, Sprachunterschiede sollte man nicht erwähnen und Englisch sollte state of the art sein, aber zwischen den Zeilen lesen, also die Sprache ist nach wie vor noch ein wesentliches Kriterium, um dementsprechend auch gut kommunizieren zu können. Ja, last but not least, politisch-rechtliche Risiken. Wenn Sie es nicht schaffen, nach österreichischem Recht und vielleicht Gerichtsstand in Wien durchzubekommen, sind Sie meist im Nachteil, weil Sie sich rechtlich kaum auskennen und dementsprechend auch Rechtsanwälte oder Flüge in Kauf nehmen müssen, um dort vor Ort Ihr Recht durchzubringen. Ja, ich hoffe, dass ich einige Risiken für Sie aufzählen durfte, die Sie bei Ihrem nächsten Projekt sehr gerne berücksichtigen sollen.